Palim, Palim, ich bin endlich auch mal wieder da. Ich weiß, ich mache mich in letzter Zeit sehr rar, aber wie ihr mittlerweile auch wisst, unser Umzug steht an und ja, jeder kennt das. Es gibt Unmengen an Vorbereitungen zu treffen und dann komme ich halt nicht so oft dazu, Videos zu machen. Das wird sich dann ändern, wenn wir umgezogen sind und ich dann auch endlich mein eigenes Bastelzimmer habe. Das werde ich euch natürlich in einer Roomtour zeigen. Yay! Ja, achso, das hier, das wollte ich euch eben einmal zeigen. Das hat mir meine Marlene hat mir das gemalt, 5 Jahre alt. Und Marlene ist sehr erfindungsreich. Die malt nicht einfach nur mit Stiften. Nein, dieses Bild ist mit dem Nagellack aus dem Actionmarkt gemalt worden. Irgendwann roch ich dann diesen Nagellack-typischen Geruch. Ich sage, Leute, habt ihr Nagellack benutzt? Wir haben uns die Fingernägel angemalt. Aha, das riecht aber ein bisschen mehr danach. Und dann kam Marlene um die Ecke und sagt, Mama, ich habe ein Bild für dich gemalt aus Nagellack. Ja, also ich finde es mega süß, aber ich habe ja auch erklärt, Nagellack gehört auf die Fingernägel und nicht aufs Papier. Ja, der Grund, warum ich heute ein Video mache, langer Rede, ohne Sinn, ist, dass ich bei Steffis Abonnentengewinnspiel, 600 Abonnentengewinnspiel gewonnen habe. Und ich habe meinen Gewinn erhalten. Der liegt jetzt hier schon seit sage und schreibe 2 Tagen. Und ich konnte es nicht auspacken. Oh, das ist Folter, ich sag's euch. Aber jetzt. So, ich halte mal kurz die Adresse zu. Diesen riesengroßen, fetten Maxi-Brief, / Paket, habe ich von ihr bekommen. Und sie hatte gesagt, ich dürfe mir ein Thema wünschen. Und ja, das erste Thema war Kawaii, aber Kawaii, da hatte sie leider nichts. Und da habe ich gesagt, ach, Süßkram. Süßkram passt bei mir immer. Also habe ich jetzt Süßkram geschenkt bekommen. Ich bin so gespannt. So, ich habe es aufgemacht. Ich glaube, ich schütte es einfach vorsichtig raus. Oh, ich sehe schon. Oh. Da ist ein Zettel. Oh ja, Moment. Liebe Mareike, hier kommt endlich dein Gewinn. Hoffe, es gefällt dir und es ist nicht schlimm, dass es nicht eingepackt ist. Liebe Grüße, Steffi. Steffi, das ist überhaupt nicht schlimm, dass es nicht eingepackt ist. Umso schneller kann ich die Kostbarkeiten sehen. Mach dir mal keinen Kopf. Oh, okay, dann nehmen wir das als erstes. Ja, ein Die-Cut-Block aus dem Action. Oh, ich liebe diesen Block. Ich habe mir den irgendwann mal geholt. Und wie es so ist, ne, man traut sich ja nie, diese Dinge zu benutzen. Also Steffi, sei nicht traurig, dass ich sage, ich habe mir den mal geholt. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Ich finde diese Motive darin so schön. Und ich finde, die machen alleine dieses Eis. Guckt euch das mal an. Jetzt bei den Temperaturen draußen, wenn ich dieses Eis sehe, oh, ich habe voll Bock, in die Eisdiele zu gehen und mir genau so ein Eis zu bestellen. Ich weiß nicht, ob ihr den Blog schon kennt. Ist mir aber ehrlich gesagt auch wurscht, weil ich gucke ihn mir einfach total gerne nochmal an. Weil ich die einfach, ich finde die so schön. So, Moment, machen wir ein bisschen höher hier, so. Da, guckt euch das an. Das ist doch mega, oder? Wenn es so ein Eis zu kaufen gäbe, ich wäre die beste Kundin, glaube ich. Oh. Dann dieser Cupcake, voll schön. Ach, ich habe in irgendeinem Video mal gesehen, ich weiß nicht, wer es war. Jemand wollte den Unterschied zwischen Cupcake und Muffin wissen, ist ganz einfach. Das ist ein Muffin. Das ist ein Cupcake. Ein Cupcake hat hier oben ein Sahnehäubchen oder eine Buttercremehaube mit drauf. So. Boah. Ja, auch wenn es jetzt nicht zur Jahreszeit passt, aber heiße Schokolade ist doch der Mega-Burner. Macarons. Noch ein Cupcake, ein Erdbeer-Cupcake. Wie cool. Ah, ein Bonbonkranz. Das ist auch mal eine tolle Idee für eine Torte. Boah, guckt euch diesen Blaubeer-Cupcake an. Das sieht so toll aus. Ich finde diese Farben so schön. Ja, und wie immer, wenn ich solche Blöcke durchblätter, sage ich immer, Mensch, dieses Hintergrundpapier finde ich auch mega schön. Die sollten mal solche Hintergrundmotive als Motivpapier, Karton, rausbringen. Ihr wisst, was ich meine. Es ist zu heiß, ich kann nicht denken. Boah. Wie schön hier mit dem Brief, das finde ich auch toll. Ich habe schon so oft überlegt, ob ich mir meinen eigenen Siegelstempel machen lasse. Ja, werde ich auf jeden Fall irgendwann machen.
wie man alles irgendwann macht, ne? Da das Eis vom Cover und hier diese tollen Teebecher. Oh, ich finde das so schön. Nochmal so ein Süßigkeitskranz. Ach, Just Married, ja cool. Verdammt, bei mir heiratet keiner mehr, glaube ich. Entschuldigung, Michael. Ja, und mein absolutes Lieblingsmotiv. Das finde ich auch voll toll. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. So ein Grapefruitsaft mit Eis und Kirschen. Oh. Ist der Fokus noch da? Ja, ne? Ich sehe das nicht so. Oh, mit Feigen, wie toll. Und dann diese einzelnen Bestandteile noch. Der Block ist einfach der Burner. Ich liebe diesen Block. Ach, so geil. Danke, Steffi, der ist so schön. Ich muss nur endlich mich mal ransetzen und aus so was Schönem dann auch etwas noch Schöneres machen. Oh, ja. Oh, wie cool. Yay, danke, die 3D-Sticker. Ah, oh, sehr schön. Ich habe mir Filz gekauft, weil ich Eis machen wollte. Jetzt habe ich auf jeden Fall die besten Vorlagen dafür, ne? Also, habe ich gesagt, Eis machen oder Eis basteln? Ihr wisst schon. Sehr cool. Da freue ich mich auch voll drüber. Die sind so schön embossed und beglittert. Ich finde die so toll, diese Sticker. Die sind so schön. Die gibt es bei uns fast nie. Oh, die sind schön. Oh, wie süß. Guck mal hier. Boah, die sind toll. Oh, das ist. Oh, der ist geil. Und diese Schoko-Erdbeere. Ach. Oh, die sind toll. Boah, danke schön. Die sind voll schön. Oh ja. Steffi, sei mir nicht böse. Den habe ich tatsächlich schon. Entweder kann ich ihn dir gerne zurückschicken oder ich würde ihn ans Universum weiterreichen. Ich kenne jemanden, der sich da sehr drüber freuen würde. Und du darfst entscheiden, ob ich es dir zurückschicke oder ob ich es weiterreiche. Dann würde ich es in ein Tauschpäckchen legen. Das sind mit die schönsten Stempel, wie ich finde. Und ich finde das voll cool, dass hier eben noch so eine Stanze mit dabei ist. Das ist die Stanze für den Cupcake mit der Erdbeere. Und das ist nämlich echt die Hölle, das auszuschneiden. Alle anderen kann man schon per Hand ausschneiden. Aber hier diese kleinen, feinen Blättchen, ey, das macht keinen Spaß. Ich liebe die. Die sind so schön. Oh, voll cool. Sag mir mal Bescheid, ob du die lieber zurückhaben möchtest oder ob ich die weiterreichen soll. Oh, lecker. Ja, ich bin halt so verfressen, ne? Bei mir kommt man mit Süßkram immer weiter. Cool. Oh, das Croissant, das sieht lecker aus. Ja, Kaffee geht sowieso immer. Oh, die muss ich mal wieder backen. Die backe ich so gerne mit meinen Kindern. Ach, guck, da gibt es ja sogar noch mehr von. Kenne ich überhaupt nicht, habe ich noch nie gesehen. Und das ist mir eben schon entgegengepurzelt. Oh my dear, Facial Clay Mask. Clay Mask? Clay heißt doch Knete, eine Knetmaske? Auf jeden Fall ist es eine Schokoladengesichtsmaske. Hallo, Fokus. Da, eine Schoki-Gesichtsmaske. Wie cool. Ich muss mal eben dran riechen. Ach, verdammt, ist versiegelt. Nein. Oh, das kriege ich mit meinen Fingernägeln nicht auf, ne? Doch. Boah. Oh, schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Oh, das riecht wie ganz dunkle Schokolade. Total klasse. Ich würde es am liebsten jetzt essen. Ja, weil sie so sämig ist. Oh, da habe ich voll Bock, die auszuprobieren. So, ich gehe mir eben fix die Hände waschen. Das ist eine tolle Idee. Da freue ich mich sehr drüber, Steffi. Super cool. Boah. Und das riecht echt gut. Das riecht nicht so super künstlich, wie so viele Sachen, viele Beauty-Sachen riechen, wenn Schokolade draufsteht, sondern es riecht wirklich, ja, wie Schokolade. Also so wie heiße Schokolade oder wie Blockschokolade. Ja, genau, wie Blockschokolade. Ach, cool, eine Eisstanze. Ah, ich über. Genau.
Ich weiß schon, wie ich es mache. Wenn ich das ausgestanzt habe in mehreren Farben, dann werde ich es hier in der Mitte einfach auseinanderschneiden, das Stanzteil. Das Stanzteil, nicht die Stanze. Und dann kann ich das eben zweifarbig auch machen, oder? Ja, es ist nicht dazu gedacht, das auseinanderzunehmen. Das finde ich cool. Und hier mit einem Stäbchen, Schokoladenstückchen, ja, so ein Schokoladen, ne? So zum Reinstecken. Cool. X-Cut, Lifetime Guarantee. Lifetime Guarantee, wow. Keine Schnitt. Ach, du Crafts. Mhm, okay. Der Name sagt mir was, aber ich habe da noch nie eingekauft. Cool, eine Eisstanze, yay. So, und dann haben wir noch das hier. Oh, selbstgemacht mit Fimo. Ich liebe dieses Einhorn und der Teddy ist ja wohl richtig, richtig cool. Pummel. Oh, das ist... das könnte ich auch eingießen, ne? Den Block finde ich toll. Den finde ich voll gut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, es geht mir auch immer so, wenn ich was mit... Sag schnell, mit Washi festklebe und es kommt dann irgendwo an, dann ist es immer schon geöffnet. So. Oh, wie cool. Ach, das sind Magnet. Ach, wie geil. Boah. Boah. Guck, jetzt weiß ich endlich, was ich mit solchen Magneten anfangen kann. Solche gibt es im Action zuhauf und ich habe mich immer darüber geärgert, dass die so plastikummantelt sind. Guckt euch das mal an. Das ist ja wohl der Oberhammer. Och, wie süß. Sag mal, wie hast du denn so eine winzig kleine Erdbeere und dieses Sahnehäubchen modelliert? Du meine Güte. Und du hast ja auch so lange Fingernägel. Wie geht denn das? Oh, lecker. Den finde ich toll. Hier mit diesen Mikroperlen obendrauf. Voll schön. Boah. Und der ist super. Das ist mein Liebster. Mit bunten Streuseln. Boah, eine super geile Idee. Da freue ich mich so richtig drauf. Ich habe wohl leider keine Magnetwand, aber hier in unserer Wohnung sind die Türrahmen alle aus Metall. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Das heißt, bei uns hängen hier an den Türrahmen überall meine Magnete. Und ich hoffe ja, dass wir im Haus, ich habe noch nicht darauf geachtet, aber dass wir da haben wir bestimmt irgendwo einen fetten Sicherungskasten und da werde ich die dann alle dran wappen. Oder ich mache mir in mein Bastelzimmer so eine große Lochwand und dann können die da alle dran. Ja, die sind mega cool geworden. Boah, was für eine Arbeit da drin steckt. Die Donuts finde ich am coolsten. Das ist so voll mein Ding. Boah, ich liebe Donuts. Oh, zack, zack. Ja, super cool. Boah, danke, dass du dir so viel Arbeit für mich gemacht hast. Und die finde ich voll schön. Davon kannst du mir gerne noch eine Trilliarde machen. Steffi, ich danke dir für dein tolles Paket. Das ist wirklich schön und ich freue mich total über jedes einzelne Teil. Und wir müssen unbedingt mal tauschen, aber das machen wir erst, wenn ich umgezogen bin. Yay! Okay, so ihr Lieben, also Steffi hat einen eigenen Kanal, den werde ich euch auch verlinken. Wartet mal ganz kurz. Da, schwuppdiwupp, Steffis Bastelwelt. So findet ihr sie. Bonti kann basteln, das ist der Burner, ja. Und sie hat eine eigene Facebook-Gruppe, die habt ihr jetzt schon tausendmal bei mir in den Videos gehört. Und zwar ist das die Gruppe Bastel dich glücklich, Tauschpäckchen, Events und habe ich vergessen. Aber unter Bastel dich glücklich findet ihr es. Und ja, Steffi, ich freue mich riesig. Das ist ein super geiler Gewinn und ich freue mich echt darüber. Und werde jetzt gleich mal überlegen, was ich Schönes daraus basteln kann, weil heute habe ich ja endlich mal vielleicht ein bisschen Zeit dazu. Ganz, ganz lieben Dank, Leute. Genießt das Wetter oder vielmehr genießt die Freibäder und kalte Duschen. Lasst euch nicht ärgern. Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss! Ich nochmal. Es ist was im Karton hängen geblieben, habe ich gerade gesehen. Da ist noch was drin. Das habe ich total übersehen. Und zwar diese zwei Sachen. Aha, Washi-Tape mit Donuts, wie geil. Und dann ein Zickzack-Muster. Ja, ein Zickzack-Muster. Und was sind das? Das sind keine Jellybeans. Streusel. Ha, nicht immer so nah gucken, mal von weiter weg. Streusel sind das. Ja, also das finde ich am schönsten davon. Das finde ich mega cool. Ice Ice Baby. Ah, wieder dieses tolle Pummel-Einhorn. Ach, da auch wieder auf, ne? Ja, die Post ist nicht so toll im Moment. Oh! Oh, Eis! Oh, wie geil! Oh, da ist noch eins drin.
Du hast mir Eis gestanzt, wie cool. Und dann hier oben mit diesem, ist das dieses Embossed Paper aus dem Actionmarkt? Ich habe mir das nie mitgenommen, aber es sieht ja wohl super cool aus, oder? Oh, ich habe gesehen, dass du diese Stanze bekommen hast und habe schon gedacht, boah, wie das wohl aussieht. Ach, oh, wie cool, guckt mal. Boah, voll toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, schade, reicht leider nicht. Ich hatte gerade überlegt, meine Töchter haben ja jetzt bald Geburtstag. Die große zuerst und dann könnte sie ja damit Einladungen machen, aber egal. Sie kann ja dann halt nicht zum Geburtstag andere Einladungen damit machen. Boah, die sind voll toll. Ich finde die Idee, dass du hier oben dieses Glanzpapier dafür genommen hast oder was auch immer es für ein Papier ist, finde ich richtig schön. Das wirkt total toll. Oh, mega. Eis, Eis, Baby. Dün, 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 dün. Ja, mir steigt die Hitze auch zu Kopf. Danke, Steffi. Super geil. So. Ach, cool. Diesmal sage ich ganz kurz Tschüss. Es kommt gleich bestimmt noch ein zweites Video hinterher, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.